Also ich soll den Funktionstern bestimmen. Ich finde hier mal eine Nullstelle bei x gleich minus 3 und es ist eine einfache Nullstelle. Deswegen weiß ich, f von x ist x plus 3, so in Klammern, also gedacht hoch 1. Ja, weil wenn ich jetzt da minus 3 einsetze, dann wird das 0. Gut, und dann habe ich hier noch eine Nullstelle, ja, bei x gleich 0. Und das ist eine typische dreifache Nullstelle, weil das schaut so wie x hoch 3 aus, y gleich x hoch 3. Also habe ich an der Stelle mal x hoch 3. Und jetzt noch den Faktor a, den kenne ich jetzt nicht, irgend so einen Formfaktor. Dann nehme ich einen Punkt, der da ist, zum Beispiel hier, diesen Punkt minus 1, minus 1, xy einsetzen. Also y ist a mal x plus 3 mal, so geht's, x hoch 3, also x plus 3 und dann x hoch 3 und jetzt einsetzen. Für x minus 1 einsetzen und dann kommt minus 1 raus. Also minus 1 ist a mal minus 1 und 3, das ist 2. Minus 1 hoch 3 ist mal minus 1 und dann ist a gleich 1/2. Ja, passt. A gleich 1/2, das heißt die Funktion, das kann ich mit Radieren machen, hier kommt jetzt 1/2 raus, ist gleich 1/2 und das ist das Ergebnis. Fertig.